Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu Star Wars The Old Republic. Ja, was steht heute im Plan? Wir geben ein paar Quests ab und natürlich die Hauptstory, wie versprochen. Da machen wir heute weiter, denn das ist das Wichtigste. Nebenstories haben wir eh schon am ersten Planeten genug gesehen, aber hier Kollegin Zarem nehmen wir auch mit. Da seid ihr ja. Ich hatte schon Sorge, der Sicherheitsdienst würde euch Ärger bereiten. Wie ist es gelaufen? Habt ihr Pavels Dokumente? Ja, es war knapp. Es war nicht leicht, aber ich habe sie. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Dafür hättet ihr eine Medaille verdient. Hier, nehmt euren Lohn und ich nehme das Paket. Und seid gewiss, dass Senator Pavels Antrag keine Zustimmung finden wird. Alles klar. War mir ein Vergnügen. Stets zu Diensten. Ihr seid ein Held der wahren Republik. Was ihr getan habt, werden wir euch nie vergessen. Dankeschön. Sehr schön. Jetzt gehen wir weiter Richtung Level 20. Wir werden ja schon auf 18 hier runtergestuft. So, unser Gefährt rein. Zack, dass er gleich ein bisschen weitergeht. Die Missionen brauchen wir nicht. Solange wir keine Probleme haben in unserer Ausrüstung bei den ganzen Missionen, brauchen wir hier auch nicht herum basteln oder sonstiges machen. So, wir gehen wohin? Kaiser Tannen zurück. Okay, da müssen wir, was sind da hinten noch? Zur Anhörung in den Senat. Das ist die Haut. Das machen wir dann zum Schluss, Freunde. Genau. Das müsste, glaube ich, die der Planetenquest sein, wenn nicht alles täuscht. So, wir gehen einmal fliegen in dem Fall nach hinten, geben noch die eine Mission ab und dann arbeiten wir uns da nach oben bis zur Hauptmission. Also heute wird es höchstwahrscheinlich kein Schießen geben. Sondern nur Gequassel, obwohl... Na, den verstehen wir wieder nicht. Na, da werden wir... Ja, na ja, ich bringe euch, was ihr wolltet. Umnuk inumemnu amkakamem herolak palak. Naja. Okay, alles klar. Moment, da schauen wir jetzt einmal rein. Was haben wir? Beherrschung, Ausdauer. Angriffskraft, Beherrschung. Ja, ich glaube Beherrschung. Genau, Angriffskraft ist sicher auch geil, aber da, wo wir die Bonis drauf haben, da knallen wir uns auch das rein. Ein Relikt. Haben wir das? Achso, warte mal. 7-2. Moment einmal. Relikt 7-2. Das Gerät. Ist das jetzt das Implantat? Das weiß ich nicht. Gut, der eine da ist uns relativ latte eigentlich. So, eine Beherrschung. Zack! Schauen wir gleich mal, ob es ein Rohrkrepierer war oder nicht. Was haben wir hier? Einen Gürtel eigentlich. Und den können wir auch verkaufen. Zack! Ah, das kommt da unten hin, ne? Genau, das ist das Relikt. Ich bin ein Trottel. Ihr habt es wahrscheinlich hier schon gesehen. Passt, auf jeden Fall 7 Ausdauer und 2 Angriff. Das passt einmal fürs Erste. So, können wir dem Gefährten einen Gürtel geben? Da Minus. Ach so, das zeigt immer. Warum zeigt er das nicht für den Gefährten auch an? Ich verstehe es nicht.
Zack, du bekommst den Gürtel. Du hast noch keinen. Ja, schön die Farben verändern. Mal blau da oben. Ja, egal. So, du hast irgendeinen Helm hast auch drinnen. Ja, da müssen wir auch einmal schauen, ob wir da die Modifikationen, Armierung, Modifikation, Verbesserung, mal da mal was reinbringen. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei mir in der Waffe, wo sehen, ob das bei mir in der Waffe schon drinnen ist oder ob das. Jetzt könnte man das ja, glaube ich, in den Helm da reinklatschen, oder? Ist egal. Will ich euch jetzt nicht damit belästigen. Vor allem solange wir eben, wie gesagt, keine Probleme haben, ist sowieso egal. So, jetzt gehen wir da nach unten. Das müsste jetzt eigentlich die Quest sein, oder? Hier jetzt den Namen zurück. Sehr richtig, genau. Zack. Das sieht man da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ah, ja, war das, genau. Die Systeme zeigen eine intakte Wasserversorgung nach oben an. Sie haben meine Erfindung einwandfrei an der Wasserversorgung auf der Ebene der schwarzen Sonne angebracht. Meine Hochachtung. Keine Ursache, wir werden auf jeden Fall nicht hier die Kinder verpetzen, obwohl, wenn er es weiß, wird dann vielleicht ein Dialog frei, dass er ihnen vielleicht irgendwie helfen kann. Ich glaube, jetzt weiß ich nicht mehr. Probieren wir es mal. Vielleicht können wir ihnen noch ein bisschen weiterhelfen. Eine Gruppe von Kindern hat das Wasser der kaputten Wasserversorgung benutzt, um damit zu handeln. Eine fehlerhafte Wasserversorgung ist nicht für unreife Lebenszyklen geeignet. Die Reparatur dient ihrer Sicherheit. Das saubere Wasser fließt wieder und nährt die oberen Ebenen. Die Leidtragenden von Coruscant profitieren von der Genialität der Gree. Dank ihnen entwickelt sich meine schwarze Kugel zu einer violetten Parallele. Wenn ich Pataka davon berichte, wird er es begeistert der Senatorin weitergeben. Gut zu hören. Parallelen ist gut, oder? Ihr Typen mögt es, wenn alles parallel ist, nicht wahr? Ihr Verständnis der Sprache der Gree macht erfreuliche Fortschritte. Sie gewinnen ein genaues Verständnis. Ich habe Ihnen eine geniale Erfindung der Gree versprochen. Dieses Gerät wurde extra für Sie entwickelt, als Zeichen meiner Anerkennung und Wertschätzung. Ich werde die Systeme von Coruscant weiter verbessern, um die Wasserversorgung der oberen Ebenen sicherzustellen. Was Geiles bekommen? Ich bin Ihnen überaus dankbar. Ich... Okay, einen Gürtel. Moment mal. Scheiße. Minus 6 Beherrschung und minus 8 Ausdauer. Genau, unsere Bonis. Aber plus 40 Rüstung am Gürtel. Nee, da will ich lieber, oder? Die Rüstung, mehr Wert. Adaptivrüstung. Färbmodul offen. Fordert Adaptivrüstung, das haben wir, weil sonst wäre es ja nicht hier, sonst wäre es ja ausgegraut. Ja, das ist dann eben die große Preisfrage. Wir haben zwar plus 40 Rüstung und plus 4 Angriff, aber unsere beiden Bonis würden wir da verlieren. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Außerdem gefällt mir gerade mein Gürtel, den was ich da habe. Da ist die Frage, ob dieser eine hier... Dann nach der Aufnahme mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas Geiles kaufen können auch darum. Nehmen wir das mal so mit. Und Stufenaufstieg. Sehen auch live hier. Optimal. Ja, und hier haben wir natürlich leider diesen mobilen Upgrader nicht dabei. Ist natürlich schlecht, aber... Aha, was haben wir hier?
Achso, es geht noch weiter, oder wie? Aber wir sind hier auf der... in der Hauptstadt quasi, da können wir unten in den Ding rein und dann upgraden, falls was gibt überhaupt. Obwohl, das können wir eigentlich schauen. Kommando. Oh! 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 Das muss ich mir noch genauer anschauen, Freunde. Eieiei. Panzerbrennende Zelle. Ach du Scheiße. Medischuss. Oh, weh, weh, weh. Oh, da gibt's einiges, einiges, einiges. Das machen wir dann vor unserer nächsten... Kann ich etwas tun? ...Kriegshandlung. Betriebseinheiten müssen immer die Drecksarbeit erledigen. Pataka ist kein besserer Verwalter als ich, aber ich muss hier den Müll verarbeiten. Womit habe ich diesen weißen Spitzwinkel verdient? Kannst du dich bitte klar ausdrücken? Ich bin nicht hier, um mir unverständliches Gejammer anzuhören. Meine Sorgen werden sowieso nicht erhört. Nichts wird sich ändern. Pataka gab mir den Auftrag, die Müllverarbeitungssysteme von Coruscant zu optimieren, um die Organe der Einwohner vor Schmutz, Krankheiten und Giften zu bewahren. Aber die Agnor-Zweifußschweine haben die Gree-Erfindung aus der Müllverarbeitungsanlage gestohlen. Ohne diese Gree-Optimierung können sie Schmutz, Krankheiten und Gifte unkontrolliert verbreiten. Eine Seuche steht kurz bevor. Was? Dann bringe ich in Ordnung, oder das machen wir nicht. Ich bin kein Arzt. Waffen eignen sich nicht zur Bekämpfung von Seuchen. Waffen verbessern die Erfolgschancen der schwarzen Winkelhalbierenden. Die Seuche lässt sich verhindern, wenn sie die Optimierungslösung der Gree zurückerlangen können. Die Agnor-Zweifußschweine, die die Optimierungslösung gestohlen haben, wissen nichts von den eingebauten Peilsendern. Ich habe die Koordinaten des gestohlenen Geräts. Pataka gewährt der schwarzen Winkelhalbierenden republikanische Credits zur Entlohnung, sobald das Gerät zurückerlangt wurde. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das ist die erwartete Antwort, schwarze Winkelhalbierende. Warum also Atmungsfunktionen darauf verschwenden? Okay. Nächste Mission. So, jetzt gehen wir noch zum Senat natürlich, wie versprochen, dass wir das hier noch... ...hinbekommen. Schön zum Abschluss des Partes. 13. Dann machen wir das Upgrade noch in der Kantine oder wo das in der Nähe ist. What? Achso. Achso, das andere Violette ist ja die, ja, die andere Quest. Planeten-Quest. Deswegen hat es mich jetzt kurz verwirrt. Muss ich wieder zurückgehen. Das sind alles Wege hier. Ei, ei, ei. Macht es euch bequem, Lieutenant. Im Namen des Senats der Galaktischen Republik möchte ich euch danken, dass ihr so kurzfristig zu dieser formlosen Anhörung erschienen seid. Mir eine Ehre, hier zu sein. Ich stehe zu eurer Verfügung, Senatoren. Ich versichere euch, wir werden euch nicht länger von euren Pflichten abhalten als nötig, Lieutenant. Anlass dieser Anhörung ist die Desertion mehrerer Mitglieder des Trupps 326 der Sondereinheiten der Republikanischen Armee. Codename Chaos-Trupp. Die zum Sith-Imperium übergelaufen sind. Codename. Ihr habt vor kurzem auf Ort Mantell im Chaos-Trupp gedient, Lieutenant. Ist das richtig? Richtig. So ist es, Senator. Während ihr auf Ort Mantell gedient habt, sind sämtliche Mitglieder des Chaos-Trupps, euch ausgenommen, zum Sith-Imperium übergelaufen. Ist das richtig? Was soll ich damit sagen? Das stimmt, Sir. Ja, Senator. Mein Trupp ist vor meinen Augen desertiert. Also, habt ihr bei Commander Tavus oder anderen Mitgliedern des Chaos-Trupps etwas bemerkt wie
Labilität? Wut? Frustration? Habt ihr bei Kandavos an Mitglieder des Kader etwas irgendwie Labilität, Wut, Frustration? Naja, irgendwie eigentlich schon. Ja, sie waren alle ziemlich unausgeglichen. Lieutenant, ich stelle euch jetzt eine hypothetische Frage. Glaubt ihr, dass jemand, der auf Ort Mantell diente, mit dieser Entwicklung hätte rechnen müssen? Oh, das war schlecht. Damit konnte niemand rechnen. Ich denke nicht, dass es abzusehen war, Sir. Da müssen Commander Tavus und die anderen ja sehr raffiniert gewesen sein. Eine letzte Frage, Lieutenant. Inwiefern hängen die Ereignisse auf Ando Prime mit der Entscheidung des Chaos-Trupps zusammen zum Sith im... Senator, darf ich euch daran erinnern, dass die Umstände auf Ando Prime der Geheimhaltung unterliegen? Außerdem fanden sie statt, bevor der Lieutenant mit dem Chaos-Trupp involviert wurde. Ihr dürft diese Frage ignorieren, Lieutenant. In Ordnung. Wie ihr wünscht, Senatorin. Eure Anwesenheit bei dieser Anhörung ist nicht mehr erforderlich. Kehrt zu euren Pflichten zurück. Gehabt euch wohl, Lieutenant. Okidoki. General Gaza, da müssen wir auch noch schnell hin. Auf das schaffe ich jetzt noch. Moment, können wir es da nicht runter... Wo müssen wir da genau hin? Da können wir es ja runterbeamen, oder? Jetzt auf die Schnelle. Da raus. Ach du Scheiße, wo müssen wir hin? What? Wo müssen wir hin? Warte, ich bin mir jetzt nicht ins Senatgebäude, wenn wir dann... Wir gehen mal hier schnell runter. Wo ist General Gaza? Die wird doch noch hier in dem... Gemächern da unten irgendwo sein. Moment, da leuchtet schon was. Okay. Gaza. Rechts rüber. Passt. Das nehmen wir noch mit. Ich kann nicht gleich drinnen irgendwo stehen oder daneben, nein, da muss man noch einmal, weiß nicht wie lang, laufen. Hallo General. Gut, dass ihr hier seid, Lieutenant. Wir müssen einiges besprechen. Zuerst möchte ich euch zu eurer Arbeit bei der Operation Schwarze Sonne danken. Sehr gut, wie ihr das Nervengas unschädlich gemacht habt. Dieser Blaster-Prototyp, den ihr konfisziert habt, wird uns eine ganze Menge über die Quellen der Schwarzen Sonne verraten. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und egal, was ihr mit eurer Aussage vor dem Senat bezwecken wolltet, ihr habt meine Arbeit sicher nicht leichter gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Das war es nicht unbedingt das Klügste, ja. Man muss ja nicht unbedingt immer die Wahrheit sagen. Aber gut, okay. Haben wir so gemacht. Ist so. Es ist meine Pflicht, dem Senat die ganze Wahrheit zu sagen. Unsere besten Leute sind zum Imperium übergelaufen. Das sollte euch viel mehr beschäftigen, als einen Haufen Bürokraten hinzuhalten. Es gibt aber noch wichtigere Dinge. Ist auch was dran, natürlich. Meine Agenten haben eine wichtige Verbindung zum Chaos-Trupp hier auf Coruscant entdeckt. Jack Cardan, der Gründer des Chaos-Trupps und Commander Tavus, ehemaliger Mentor, wurde auf den unteren Ebenen der Stadt gesehen. Er ist Offizier einer ansässigen Bürgerwehr. Erfahren wir es jetzt? Der Kerl hält sich auf Coruscant auf und wir wussten nichts davon? Niemand wusste, wo Cardan war. Der Mann ist ein Gespenst. Nach einem Debakel auf Ando Prime quittierte Cardan seinen Dienst und verschwand. Mhm. Wenn er jetzt wieder auftaucht, kann das kein Zufall sein. Ja, Ando Prime. Tavus sagte mir, dass der Chaos-Trupp wegen Ando Prime übergelaufen ist. Was ist dort passiert?
Wir schickten den Chaos-Trupp nach Ando Prime, damit er einen Angriff des Imperiums abwenden sollte. Es waren dort jedoch viel mehr Gegner, als man uns gesagt hatte. Als wir versuchten, ein Evakuierungsteam einzusetzen, brach der Senat die ganze Operation ab. Angeblich hatten wir einen Vorfall verursacht und den Frieden gestört. Bürokraten. Der Chaos-Trupp blieb ohne Unterstützung auf Ando Prime. Doch Kardan schaffte das schier Unmögliche und führte den Trupp lebendig wieder heraus. Glaube ich. Davos hat er also nicht gelogen. Der Senat hat den Chaos-Trupp tatsächlich verraten. Der Trupp war in einer schrecklichen Lage, Lieutenant. Doch das entschuldigt nichts. Kardan quittierte sofort seinen Dienst, als er die Wahrheit erfuhr, und Tavus übernahm den Trupp. Das änderte ihn grundlegend. Doch im Augenblick zählt, dass wir Jack Kardan geortet haben. Ich will, dass ihr ihn um jeden Preis herschafft. Und den lebend? Ich soll ihn nicht eliminieren? Ich will Kardan lebendig, wenn möglich. Wenn er mit den Überläufern zu tun hat, könnte er uns wichtige Informationen liefern. Die Bürgerwehr, für die Kardan arbeitet, nennt sich Justikar-Brigade. Sie beherrscht einen großen Teil der unteren Ebenen von Coruscant und macht keinen Hehl daraus, dass sie allen Fremden gegenüber feindselig gestimmt ist. Ich kann es mit jedem aufnehmen. Unsere Überwachungssysteme zeigen, dass sich Kardan meistens in der Zentrale der Justikare aufhält. Ihr solltet versuchen, ihn dort zu fassen. Kardan ist eine wichtige Verbindung zu Tavus und den anderen Verrätern vom Chaos-Trupp, Lieutenant. Bringt ihn mir, koste es, was es wolle. So schwer kann es nicht sein. Ich wette, ich komme nicht mal ins Schwitzen. Kardan führte die besten Soldaten der Republik an. Unterschätzt ihn nicht. Ich zähle auf euch, Lieutenant. Na, das wegtreten. Machen wir schon. Das machen wir schon. General. Gut, dann können wir nochmal Punkte. Wunderbar, wunderbar. Wo müssen wir hin? Was haben wir hier? BVB-Mission. Danke, brauche ich nicht. So, dann beamen wir uns noch gleich in die schwarze Sonne. Nein, Senatsgebäude. Kantina. Senatsplatz, also das zum Wegbeamen. Na, schon langsam kenne ich mich aus. Warum zeigt er mir hier nicht die Missionen an? Das ist ja auch wieder... So, wir checken uns in die Kantina. Da werden wir uns jetzt schon langsam verabschieden. Ich werde mal meine Updates holen. Oder meine Fähigkeiten jetzt. Von Level 20. Jo, da drüben... Ah, da drüben steht er eh schon. Die nehmen wir noch mit. Ich darf mich schon langsam wieder verabschieden für den heutigen Bart. Wen haben wir hier? Auch ein Kommando, Level 18. Eine Dame. Selbst der Chaos-Trupp könnte von einem Veteran was lernen. Das werde ich mir jetzt anschauen, was wir da wo einladen, Panzerbrechen. Aha, da muss man dann schauen, welche Munition das wir da nehmen. Momentan haben wir ja die Plasmazelle. Da müssen wir schauen, was da effektiver für welchen Gegner ist. Wahrscheinlich vielleicht für Roboter oder so. Gibt es da wieder eigene Zellen? Gut, muss ich mal anschauen. Medischuss. Sehr geil. Gut, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.